Die Schweizerin ist mit dabei im ersten Duell. Ihre Gegnerin ist Thea Luise Stiernesund, die schnellste gewesen heute Morgen in der Qualifikation. Und das um eine halbe Sekunde war sie schneller als alle anderen mindestens. Also die ist wirklich heiß, Didier. Die hat ich wirklich im Qualifikation, hat jetzt ganz Feld dominiert und ist auf dem linken Kurs schon gefahren, Quali. Da muss jetzt Vanessa wirklich alles auspacken. Fast jetzt reizen. Der Start, der war schon am Morgen hervorragend bei Stiernesund. Auch jetzt wieder. Bereits liegt die Norwegerin deutlich vorne. Es gilt da wirklich, sofort den Aufkantwinkel zu machen. Weil das ist leicht schmierig. Es ist schon leicht gesalzen worden heute Morgen schon. Aber Kasper hält da gut mit. Ist näher rangekommen an die Norwegerin. Guter Auftritt der Schweizerin. Sie wird unten schneller und verliert nur 16 Hundertstel in diesem ersten Duell. Also da bleibt alles offen. Und wenn wir sehen, wie viel besser das Stiernesund gestartet ist, dann muss man sagen, Vanessa Kasper hat eine hervorragende Leistung gezeigt. Hervorragend. Und auch das Ablecken, vielleicht eben heute Morgen unter Quali, das Rennen und Fahren, Stiernesund, das schon als Weltmeisterin-Team-Event, das schon viel mehr Erfahrung hat, super umgesetzt. Also, es verspricht Spannung. Es gibt ja dann den Rerun. Der Kurs wird gewechselt, damit auch alles fair bleibt. Maximal Rückstand, den man sich einhandeln kann im ersten Run, der beträgt eine halbe Sekunde. Die Kurse ziemlich identisch, haben wir festgestellt bei der Qualifikation. Also da sollte alles fair ablaufen. Marte Monsen heißt die Gegnerin von Lara Gut-Berami, die Schweizerin 8. in der Qualifikation. Deshalb Start Nummer 8. Marte Monsen ein bisschen langsamer als 9. Besseren Start hatte. Ich glaube, der Start ist nicht so essentiell, wie es vorhin mit der Vanessa so gesehen hat. Es geht darum, wirklich hier nachher die Kante super zu führen. Das kann Lara Gut-Berami. Diese Disziplin ist für sie geschaffen. Und sofort der Wechsel in die Abfahrtshockey, wenn es geht. Nicht ein Problem. Aber zu spät. Ja, das wird einen Rückstand geben. 27 Hundertstel Sekunden liegt Lara Gut-Berami zurück. Nimmt dieses Defizit mit in den Rerun. Das heißt, beim Rerun wird ihr Startgate 27 Hundertstel später aufgehen als dasjenige von Marte Monsen. Also man sieht, Start ist nicht so wichtig, wie wir euch schon gesehen haben, aber da wirklich unten am Ziel das letzte Bödeli, was er hat, nachher die letzten 4-5 Tore ins Ziel hin, hat Lara ein bisschen Linio-Problem gehabt. Der Vorteil der andere halt schon weg. Ja, wenn man es zu früh gehen lässt Richtung Ziel, dann kann das teuer zu stehen bekommen. Marta Bassino heißt die Gegnerin der dritten Schweizerin. Alle drei Schweizerinnen kommen gleich zu Beginn dieser ersten Achtelfinalrunde. Es ist Andrea Ellenberger. Erst zweites Rennen nach Kreuzbandriss. Guter Auftritt in der Quali. Natürlich die Außenseiterin gegen Marta Bassino, die Weltmeisterin in dieser Disziplin, zusammen mit Katharina Liensberger. Der Bassino ist nicht überrascht heute Morgen. Also es ist eher negativ gefahren, wie mehr von ihr erwartet. Das heißt, Andrea, da hat wirklich Möglichkeiten, jetzt die Weltmeisterin zu provozieren und sogar auszustechen. Ja, sie liegt da gut drin, beide mit der weiteren Linie, aber die Schweizerin eher im Ziel. 14 Hundertstel Vorsprung für Andrea Ellenberger für den Rerun. Und das, was du angetönt hast, das zieht sich fort. Marta Bassino kann bisher nicht überzeugen. Andrea Ellenberger hat gesagt, es ist so schwierig auf Tempo zu kommen, hatte Mühe morgen in der Qualifikation bei den ersten Toren. Ja, Beat Schor hat auch gesagt, dass die ersten 3-4 Tore recht viel aus dem Versatz sind. Das dreht ziemlich stark. Und mit noch 30 Meter Ski auf 16-17 Meter eine anständige Kurve zu machen, das ist nicht einfach mit wenig Tempo. Jetzt können wir es ein bisschen ruhiger angehen, denn die drei Schweizerinnen sind mal durch. Es kommen die restlichen, die sich qualifizieren konnten für die Achtelfinals. Hier haben wir Marina Kaschenica-Daniel links und Lena Dürr, die Deutsche, rechts auf dem roten Kurs. Dürr war eine der Überraschungen heute Morgen. Sie ist gemacht für dieses Format, hat einen Weltcup-Sieg auf dem Konto. Einen City-Event konnte sie mal gewinnen 2013. Ja. Oh, die hat den Stock verloren. Genau, ist mit einem Steck unterwegs, aber eben, dass die Hintermorgen gebracht ist, eine von ihr schon. Favoritinnen jetzt für mich persönlich, Lena Dürr, sehr souverän heute Morgen in der Quali gewesen. Ja, auch nur mit einem Stock, deutlich schneller als Marina Kaschenica-Daniel. Ärgert sich da über dieses Missgeschick, aber die Ausgangslage hervorragend.
Ah, schon hier beim Start, natürlich. Das ist der heikle Moment, oder? Ja, es gibt einfach auch die Klicken, Stecken an, die halt sehr vorteilhaft sind. Man muss schnell am Lift durch ein und auf der anderen Seite muss man schauen, dass man den Mechanismus nicht zu grob beansprucht, weil sonst kann es eben genau das Bennett ausheichen. Es geht Schlag auf Schlag. Wir sind bereits beim fünften Duell in den achten Finals. Es lautet Stefanie Brunner gegen Christine Lysdal. Lysdal, die drittschnellste in der Qualifikation. Eine von drei Norwegerinnen, die zu überzeugen wussten. Auch hier wieder mit dem besten Start. Die Norwegerinnen haben den Start geübt. Mit dem großen Ziel Gold im Teamwettkampf in Peking. Hat man da ein wissenschaftliches Projekt lanciert, mit verschiedenen Kameras den Start gefilmt, mit GPS-Messungen daran gearbeitet. Man ist ja bereits Team-Weltmeister. Sehr interessant, alles in der Abfahrtshockey hat sie probiert zu fahren, Lysdal. Sie ist 1200 so schneller gefahren als Stefanie Brunner, aber enge Kiste, da ist alles noch drin. Also sind ja nicht nur die Norweger, die Projekte haben mit dem Start. Also in der Schweiz, der Björn Bruhin macht eure wissenschaftliche Arbeit und gibt Tendenzen uns, was wichtig ist, wenn man gut am Start. Es sind vor allem Langläufübungen, die da sehr essentiell sind. Der Stockisatz nach vom Skischuh, mittig, nicht zu weit vorne. Also eine richtige Wissenschaft mit dem Startprozedere jetzt. Es ist nicht nur der Start an sich, das Rausziehen, sondern daneben die ersten Beschleunigungsschritte. Die Norweger, die können das natürlich, sind alles auch Langläufer, haben das im Blut. Elisa Mörzinger aus Österreich gegen Tina Robnik, das nächste Duell. Es sieht euch vom Bild her, ist flacher gesetzt, es ist ein bisschen steiler, weil es eine dunkelblaue, hellrote Piste ist. Also eine schöne Lage von der Piste. Hier etwas flacher in diesem Mittelteil. Dann wird es noch einmal steiler gegen das Ziel hin. Robnik mit deutlichen Vorteilen. Man sieht schon die Favoritinnen, die in der Quali sind vorne gewesen, sind jetzt alle euch vorne, hier jetzt im 16. Finale. Ja, Sie können sich an der Startnummer, genau, 8. Finale, Sie können sich an der Startnummer orientieren. Je tiefer die Startnummer, desto besser die Leistung in der Qualifikation. Die Startnummer bedeutet Rang in der Qualifikation. Hier die sechste in der Qualifikation, Tina Robnik gegen die elfte, das ist Elisa Mörzinger. Ich habe jetzt schon mal zwei Vorteile gesehen, es geht Schlag auf Schlag und die Sichtverhältnisse sind für beide gleich. Katharina Liensberger, die Einheimische, die Vorarlbergerin, gegen Sara Hector, die schwedische Powerfrau. Hector mit dem besseren Start, das war schon am Morgen das Problem bei Liensberger, der schwache Start. Dann hat sie jeweils stark aufdrehen können. Gelingt ihr das auch jetzt? Ja, sie ist dran. Liegt jetzt sogar leicht vorne im Vergleich mit der Schwedin. Jens Berger nimmt einen knappen Vorsprung mit in den Rerun. 300 Sekunden stehen zwischen den beiden. Ja, schon gewaltig, he? Wenn die noch besser starten würde, dann würde sie allen davonfahren. Wichtig, die Hände nach vorne und nach unten bringen, weil die Lichtschranke dort unten auf Skischuhhöhe auslöst. Letztes Duell, Andrea Slokar, die Slowenin, zweitschnellste in der Qualifikation gegen Kohali Fras-Sombe, die einzige französische Vertreterin. Beide ähnlich gut weggekommen. Das Starttor, das funktioniert, hat nicht immer funktioniert. Heute in der Qualifikation dreimal mussten Athletinnen noch einmal antreten, weil das Tor nicht ausgelöst hatte. Ja, man sieht es locker ganz ruhig im Oberkörper. Fras-Sombe ist ein bisschen mehr hektischer unterwegs. Auch hier eine enge Kiste, noch etwas enger als zuvor. 200, also das geht wirklich wieder quasi bei Null los. Für mich jetzt die Überraschung hier. Slokar in der Quali sehr souverän. Das 15 hat sie gefordert. Wie Vanessa euch die Stjernesund gefordert hat.
werden sicherlich auch ein bisschen im Auge behalten, welcher Kurs möglicherweise etwas schneller ist. Im Moment ist es so, dass die Besseren aus der Quali alle auf dem Roten zuerst fahren. Und so haben wir die meisten Gewinner des ersten Runs auf dem Roten, aber es hat auch einige auf Blau gegeben, die hier sich durchsetzen konnten, wie Jens Berger, Ras Sombe beispielsweise oder Marte Monsen gegen Lara Gut-Berami. Wir haben mal ein bisschen gerechnet heute Morgen, wir haben die besten 6 Zeiten pro Lauf analysiert und da gab es nur einen ganz geringen Unterschied im Schnitt, nämlich eine Hundertstelsekunde. Also diese beiden Kurse, die sind im Moment, das kann sich natürlich auch noch entwickeln, aber die sind im Moment quasi identisch. Ja, ist eine Meisterleistung, wenn es so einen einfachen Hang hat, wenn es gleichmäßig in der Präparation ist von der Schneedichte. Es ist recht viel Wasser drin, aber es war natürlich auf der Kippe. Sonntag auf Mittag haben sie die Kanonen nur mit Solo für wirklich das Ziel gelernt. Super können wir jetzt richten. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Rerun. Jetzt geht es darum, wer den Sprung in die Viertelfinals schafft. Ist es Thea Louise Stiernesund, die Norwegerin, die schnellste der Quali, oder Vanessa Kasper, die 24-jährige Engadinerin, die 1600 später los durfte und Stiernesund wieder mit einem tollen Start. Aber das hatten wir schon. Ja, und Stiernesund hat ja am zweiten Lauf in der Quali der Blaue gehabt. Hat ist da ein bisschen Luft weggelassen. Mal schauen, was sie bringt. Ja, sie liegt vorne. Ah, Kasper versucht das Unmögliche und so endet es dann wie oft in dieser Disziplin. Es geht dann am Ende nicht auf, aber es war ein starker Auftritt und es gibt viele Weltcup-Punkte für Vanessa Kasper. Ah, da müsste der erste Lauf, ja, ein leicht früher Start, aber da müsste jetzt wirklich der erste Lauf gegen die Beste von der Quali nehmen, mit 1600 gefordert haben. Chapeau. Ja, wenn du hinten liegst im Rerun, da musst du etwas versuchen, wirst noch direkter und oft geht das dann halt eben schief. Lara Gut-Berami muss aufholen, und zwar 27 Hundertstel im Vergleich mit Marte Monsen, der Norwegerin, die wir hier noch suchen. Da ist sie, ja, sie ist so bereit, aber hat sich da ein bisschen vor der Kamera versteckt. Oh, aber das wird eng, die hat nicht viel Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Möglicherweise ein Vorteil für Lara Gut-Berami, die mit etwas Verspätung starten darf. Jetzt diese ersten Tore, die sind so unangenehm, weil das Tempo fehlt. Jetzt ist das Tempo da. Aber nein, dann der Fehler der Anhänger bei Lara Gut-Berami. Und die nächste Schweizerin, der größte Schweizer Trumpf, ist ausgeschieden. Ah, schade. Aber so schnell kann es halt gehen in dieser Disziplin. Und die zweite Norwegerin steht im Viertelfinale. Ja, das ist jetzt bitter, vor allem im Quali haben wir einen einzigen Ausfall gehabt und jetzt haben wir Lara mit dem Ausfall. Ja, ist der Innerski halt, Süssenbeiz wieder weg vom Körper. Dann geht es halt so schnell bei dieser Kurssetzung. Ja, und du musst eigentlich eine Entscheidung treffen und riskiere jetzt da als das 20 Meter Distanz, das ist so hoch von den Torabständen. Also hoffen wir auf Andrea Ellenberger, die schneller war als Marta Bassino im ersten Run. Daumen drücken, dass noch eine Schweizerin mit dabei ist, wenn sie in die Viertelfinals geht. So, jetzt komm Andrea, jemanden brauchen wir. Ja, der Bassino ist nicht irgendjemand, ist die Weltmeisterin. Ah, sie liegt gleich vorne, Bassino. Ja, und dann ist es halt passiert. Andrea Ellenberger kann sie herausfordern, aber am Ende nicht schlagen. Auch die dritte Schweizerin im Achtelfinal gescheitert. Ja, jetzt bitter für die Schweiz. Klar, man muss sagen, zwei der drei Schweizerinnen waren in einer Außenseiterrolle. Ellenberger gegen Bassino, Kasper gegen Stiernesund. Aber Lara Gut-Berami, die war in der Favoritenrolle gegen Marte Monsen. Es geht dann halt unglaublich schnell. Ja, schade. Konzentrieren wir uns auf das nächste Duell.
Auf wen trifft Marta Bassino im Viertelfinale? Ist es Lena Dürr, die klar schneller war als Marina Gašinica, Daniel Di Poli? 31 Hundertstel die Differenz aus dem ersten Run. Sind beide nicht besonders gut weggekommen, aber der Vorsprung fast weg. Die Lena Dürr macht einen souveränen Eindruck. Also das ist wirklich die beiden Quali-Läufe. Und jetzt in der Viertelschläufe, was ich sehe vorne, Hitus so souverän. Ist wieder davongezogen. Das ist eine ganz klare Geschichte. Lena Dürr steht im Viertelfinal, trifft dort auf Marta Bassino. Da muss sich Bassino dann warm anziehen. Ja, und dann hast du jetzt, wenn ich heute Morgen nachgeschaut, der Weltcup-Sieg ist ja schon ein paar Tage her von der Lena Dürr. 8 Jahre. City-Event in Moskau 2013. Er ist so für mich ein bisschen die Unvollendete, diese Lena Dürr. Hat ein großes Potenzial, ein großes Talent, hat es dann irgendwie nicht so auf die Reihe gebracht. Ist eine, die zu viel studiert und das hilft dann im Spitzensport oft nicht. Untere Tableauhälfte, Liestal oder Brunner. Wer geht in den Viertelfinale? Leichter Vorteil für die Norwegerin. Wir haben schon ein Norwegerinnen-Duell. Stjernesund gegen Marte Monsen. Ja, und wir haben im Interview mit Stjernesund gehört, das ist so ein bisschen der Norwegerschnee, das Gsalsna, was ich viel vorfinde und auch im Östtag, also im Frühling in Norwegen, viel drauf trainieren. Man muss so präzise die Kanten setzen und sofort drauf gehen. Das scheint aber die Norwegerin. Brunner ist dran. Aber unten habe ich das Gefühl, ist der blaue Kurs ein kleines bisschen schneller. Ich habe das Gefühl, die Linienwahl von ihr ist genial gewesen. So taktisch clever, was die Liestal gemacht hat. Du weißt natürlich, ich bin halt mit der Liestal ein kleiner Fan von ihr, vor allem die Kneejacke, so wie präzise, dass ich fahren kann. Letztes Jahr unter allem wäre geschlagen worden, ausser eben den Ahr in den letzten Rennen Schiff gedreht. Also Norwegen 3 weiter. Das ist jetzt. Ja, alle drei sind weiter. Und den Österreicherinnen muss noch eine weiterkommen. Sie haben noch 2 Chancen. Wörzinger und Lienzberger. Wörzinger gegen Tina Robnik. Muss aber einen großen Rückstand aufholen. 35 Hundertstel. Beides sogenannte Parallelspezialistinnen. Gute Resultate, quasi die besten in dieser Disziplin. Wow, das war ganz knapp bei Ronnik. Aber sie ist deutlich vorne. Ja, bringt das souverän nach Hause. Tina Robnik trifft auf Kristin Liestal im Viertelfinale. Die nächste Österreicherin ausgeschieden. Ah, die Österreicherin möglicherweise mit demselben Schicksal wie die Schweizerin. Ja, das ist jetzt von oben bis zu unten. Ist da klar gewesen, was Sache ist. Ja, Mörzinger, doch eine Enttäuschung. Ich habe sie ja als Parallel-Event-Spezialistin bezeichnet. Sestrier. Zweite. Hinter der Clara Dires. Aber Dires ist ja heute auch schon ausgekippt in der Quali. Weil man sagen muss, in Sestrier nur mit einem Run und da waren die beiden Kurse ziemlich unterschiedlich. Und so kamen diejenigen ins Finale, die jeweils auf dem schnelleren Kurs das Ganze absolvieren konnten. Jetzt der letzte österreichische Trumpf, Katharina Lienzberger gegen Sarah Hector. Ultra enges Duell im ersten Run. Du hast ja vorher gesehen, am Start Lienzberger nicht so gut. Jetzt kommt der Fehler, wenn man der Lara gut war, verzieht, kein Fehler. Und jetzt nimmst du Risiko. Jetzt geht's Risiko. Ah, schade, das wäre gar nicht nötig gewesen. Sie war auf der Höhe von Hector. Der Start war diesmal besser, aber dann kam der Fehler. 2 Fehler sogar. Der zweite war einer zu viel und Hector wirft sich da noch ins Ziel. Weiß natürlich nicht, dass die Athletin ausgeschieden ist. Ja, also, da haben wir es. 3 Schweizerinnen und 3 Österreicherinnen mit dabei in der K.O.-Runde. Das ist gut, aber alle 3 pro Land ausgeschieden. Das ist nicht gut. Ja, Lienzberg ja auch Weltmeisterin dieser Disziplin. Ex aequo mit Marta Bassino. Bassino ist noch mit dabei, Lienzberger nicht mehr.
Es fehlt noch eine Viertelfinalistin, die Gegnerin von Sarah Hector. Es ist entweder Andrea Slokar, die Slowenin, die Qualifikationszweite, oder dann Coralie Frassombe, die überzeugt hat im ersten Run. Sie war nur 200stel. Nein, sie war sogar 200stel schneller als Andrea Slokar. Und wenn jetzt Slokar gewinnt, sind äußerst Lara gut alle Favoritinnen, die weiter sind. Also sieht man schon, die in der Quali gut sind gefahren. Guter Prädiktor heute. Jetzt kommt deine Weisheit mit der blauen Kurse, die schneller da unten. Schauen wir, ob das stimmt. Frassombe direkter. Ja, es ist wieder der Blaue, der sich durchsetzt. Aber die Linienwahl, die war dann halt bei Andreas Slokar auch besser. Aber es fällt schon auf, dass oft auf dem roten Kurs unten die Athleten ein bisschen zu direkt fahren. Hat das jetzt mit der Kurssetzung zu tun oder ist es ein Zufall? Ja, ich würde besser, wenn eine Pause kommt, lieber dich mal wieder rechnen. Die sechs besten Zeiten im Rot und Blau, ja, ja, geteilt durch 12. Zu wenig Zeit. 0,75%. Ah, oh, wunderschönes Bild. Ich sage ja nicht generell, dass der blaue Kurs schneller ist. Einfach unten habe ich so ein bisschen den Eindruck. Aber es ist ja so, dass beide auf beiden Kursen fahren dürfen. Und deshalb ist es ja eh kein Problem. So sieht's aus nach den Achtelfinals. Leider nicht gut aus Sicht der Schweizerinnen. Alle drei Schweizerinnen in diesem Achtelfinal gescheitert. Die Norwegerinnen, die sind wirklich top unterwegs. Drei mit dabei im vierten Finale. Es gibt ein norwegisches Duell. Stjernesund gegen Marte Monsen. Dann haben wir auch noch Kristin Lysdal aus norwegischer Sicht am Start. Sie trifft auf die Slowenin Tina Rodnik. Hier ein paar Eindrücke. Ja, wie schwierig sind jetzt diese Verhältnisse? Kannst du das ein bisschen erklären? Die Schwierigkeit ist, dass ein Riesenslalom-Ski, der einen 30 Meter Radius hat, muss auf 20 Meter im Bereich gefahren werden. Das ist für mich die direkte Schwierigkeit. Und wenn man hier wie ein Lienzberger probiert mit der Direktolinie oder halt euch, wie jetzt mit der Lara Gut, wo irgendwas nicht sauber auf dem Müssenbein platziert kommt, ja, dann hast du das Problem. Weil auf 20 Meter hast du nicht viel Spielraum. Das ist die Schwierigkeit vom Parallelslalom oder von dem Parallel-Riesenslalom. Und die Außenverhältnisse, dieser Schneeregen, dieser Schnee auf der Piste, der Nebel, der hat sich zum Glück wieder verzogen. Das ist ja genau einer von den Vorteilen. Du kannst das nicht geltend machen, weil der andere, der Nebel, hat es genau gleich von den Sichtverhältnissen. Das ist ja das Schöne oder das Positive in dem Freude zu Freude oder Mann-zu-Mann-Wettkampf. Also ich glaube, die Kurssetzung ist top, die Hangneigung ist top. Für mich eher ein bisschen langweilig, also ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Action drin. Also der Sprung vermisse ich ein bisschen, dass wir wirklich noch ein Zusatzspektakel. Los geht's mit der ersten Viertelfinalpartie zwischen Marte Monsen und Thea Louise Stjernesund. Eine Norwegerin wird auf der Strecke bleiben. Dieses erste Kapitel wird uns zeigen, wer mit der besseren Ausgangslage in den Rerun starten darf. Wir haben rechts Stjernesund, immer die Qualifikationsschnelleren zuerst auf dem roten Kurs. Ja, die beiden quasi gleich auf. 1500stel sind es dann doch, die beiden trennen. Thea Louise Stjernesund mit leichtem Vorsprung dann im zweiten Durchgang. Aber der Start, der passt immer bei den Norwegerinnen. Da haben wir bis jetzt noch kein Problem gesehen. Da hat sich die Arbeit ausgezahlt. Man sieht also, man muss halt die Ski viel stärker auf die Kante bekommen, dass nachher der Flex den Radius so zulässt. Also man muss eigentlich den Ski so viel unterfahren vom Radius her, das braucht sehr starke Winkel im Knie und in der Hüftgelenk. Braucht das auch viel Kraft? Oder ist es vor allem der Winkel? Es ist der Winkel und das Gleichgewicht. Man darf einfach nicht einliegen und vor allem das Aussenbein darf nicht wegbrechen, wie es mit der Lara sieht. Also das Aussenbein sofort suchen, wie man immer sagt in der Fachsprache, und sofort belasten und darauf arbeiten. Achtung jetzt auf das Duell zwischen Marta Bassino, der Weltmeisterin, und Lena Dürr. Da bin ich jetzt gespannt. Lena Dürr, ja, schon zum Ende der letzten Saison sehr gut auf Touren gekommen im Slalom. Sie war Fünfte und Vierte, so gut wie gar nicht in einem Spezialslalom. Kann sie jetzt die Weltmeisterin schlagen?
Ja, da bin ich jetzt also die Lena Dürr heute, was die gezeigt hat, das ist jetzt für mich wirklich nicht eine Überraschung, aber es ist für mich die Favoritin heute. Die Frage ist, was in ihrem Kopf passiert. Sie hat natürlich viel Zeit zwischen den Läufen immer wieder zu studieren. Der Druck, der ist da, mit dieser guten Ausgangslage. Ja, 400stel nur der Unterschied. Lena Dürr einen Hauch schneller als Marta Bassino bei Halbzeit dieses Duells. Ein schönes Schaf-Beit-Ski auf der Taillierung zu fahren. Aber man sieht gleich halt, der Ski komplett auf der Taillierung zu fahren, ist unmöglich. Für das ist auch der Ski nicht ausgelegt, nicht gebügt. Es bräuchte also einen Ski, der irgendwo zwischen einem Riesenslalom und einem Slalom-Ski zu liegen kommt, vom Radius her. Den würde es ja eigentlich geben. Aber nicht in einer Rennversion, sondern in einer Touristenversion. Das ist ja vor allem das Produkt, das sehr stark verkauft wird. Eine Rennversion, da weigern sich die Hersteller, da einen zu bauen, weil es einen fünften gibt. Das ist natürlich auch immer eine finanzielle Geschichte, weil es schon vier Disziplinen gibt, die einen speziellen Ski haben. Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom. Und dann gibt es da noch einen zwischen Riesenslalom und Slalom drin. Ja, vor allem für ein Event oder nachher auch die Olympiade. Also, da ist wirklich der Aufwand einfach zu gross. Ja, bei Olympia ist es nur ein Team-Event, in Anführungs- und Schlusszeichen. Olympiamedaillen gibt es in dieser Disziplin keine, im Moment noch keine. Vielleicht ändert sich das. Auf der anderen Seite die alpine Kombination, die ist noch olympisch. Da gibt es Medaillen, aber sie ist nicht im Weltcup-Kalender drin. Also da hat die FIS noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Wir schauen das dritte Viertelfinalduell an. Teil 1 zwischen Tina Robnik auf der linken, auf der blauen Seite und Kristin Lysdal, der nächsten Norwegerin, auf Rot. Die spickt so richtig raus. Sehr schön zu sehen. Der Anspruch der kleine Fehler, was einfach nicht mag für Lido. Wunderschön mit Lysdal probiert, sofort ins Hockey gehen, wenn es kann. Sogar sie in der Hockey drin. Robnik hält den Schaden in Grenzen nach diesem doch relativ großen Fehler. 27 Hundertstel Sekunden sind es, aber es ist doch eine gewisse Hypothek für den Rerun. Na ja, Minenski, hä? Ja, genau, aber wenn die Ski so schmal sind, aber eben. Du musst die Winkel bringen. Es ist ein bisschen Box im Timing. Wieder unverkennbar. Breite Stellung, Anfangskurve. Die Knieachse, die sofort einkippt. Kanto, Kanto. Da schwärmt Trainer Plaschi. Letztes Duell im Run. Dann kommt dann der Rerun. Sarah Hector gegen Andrea Sloka. Auch ein spannendes, ein sehr offenes Duell. Vor allem, wenn man die Wettkampfeigenschaft von der Sarah Hector kennt. Wettkampftyp, eine Kämpferin, eine geschaffen für das Duell Frau gegen Frau. Beide gut weggekommen. Sogar mit leichtem Vorsprung. Ja, macht das hervorragend, kann die Qualifikationsleistung bestätigen. Andrea Sloka mit tollem Auftritt nimmt 23 Hundertstel mit in den Rerun. Ja, da ist jetzt von oben an bis unten an nicht ein Gewackler, nichts drin gewesen. Heißt er eine Spätzünderin, ist 24-jährig, hat in der vorletzten Saison die Europacup-Wertung im Slalom und die Europacup-Gesamtwertung gewonnen. Dann in der letzten Saison ist sie auch im Weltcup aufgetaucht mit guten Resultaten, war im Slalom von Jasna 9., war in Lenzerheide 8. und auch im Riesenslalom hat sie es zweimal in die Top 20 geschafft. In Sölden 14. hat also den Schwung mitnehmen können. Diesen Namen darf man sich merken, dieses Gesicht. Andreas Lokar aus Slowenien.
Ja, die Slowenen sind ein bisschen auf Privatteams, die aber integriert sind im Verband organisiert. Livio Magoni mit der Meta, Rovat, Oetz Lokar ist so organisiert. Dabei haben sie gleich noch die Mannschaft mit Bucic. Und die kooperieren sehr gut miteinander, kooperieren, die Privatteams mit dem slowenischen Skiverband. Meta Rovat hat die Qualifikation nicht geschafft, war nur 34. heute Morgen. Das gibt dann auch keine Weltcup-Punkte. Weltcup-Punkte gab es aus Schweizer Sicht für Simon Wild als 17., für Kami Hast als 25. und für Jasmina Suter als 27. Was passiert mit den Ski zwischen diesen Läufen in dieser kurzen Zeit? Ja, da hat glaube ich, jeder Servicemarsch ein Geheimnis, weil er das ein bisschen mit Pulver schaffen, weil er nur ausbirst. Es ist sehr psychologisch, dass man weiss, oh, der Skier geht gut. Also hat jeder schon ein bisschen seine Strategie. Aber du fährst mit einem Ski durch im Normalfall und behandelst den noch kurz, wenn du Zeit hast zwischen den In meinen Augen wird nur ein Ski gefahren, genau, kurz präparieren. So, jetzt geht es um die Wurst, um die Halbfinaleinzüge. Und zwar zuerst mal zwischen Thea Louise Stjernesund und Marte Monsen in diesem inner-norwegischen Duell. Es geht ja dann noch weiter. Wer ausscheidet, darf weiterfahren. Die Ränge 5 bis 8 werden auch ausgefahren. Ja, jetzt Marte Monsen will zu viel riskieren. Durch das wird die Ringe direkter. Es verschlägt sie in die Querrille drin, also in die Spurrille. Stjernesund leicht vorne und bringt es, wow, auf dem Hosenboden ins Ziel. Das war ein Low-Wheeler, nicht ein High-Wheeler. Das da. Aber es ist gut gekommen. Thea Louise Stjernesund, die Qualifikationsschnellste, ist die erste Halbfinalistin hier in Lech-Zürs am Arlberg auf einer Höhe von rund 1700 Metern über Meer. Der Schlittschuhschritt ist ein bisschen misslungen. Muss ich doch nach vorne werfen, nicht nach hinten, ja, oder? Ja, aber schön, der Pistensquad, der sitzt links, also starkes Bein. Ja, der Vorsprung war genügend groß, das hat bei weitem gereicht, um Monsen zu schlagen. Ja, Marte Monsen im schlechtesten Fall 8. Natürlich für sie ein Top-Resultat. Ein 26. Platz aus einem Riesenslalom in der vorletzten Saison steht bei ihr als einziges Weltcup-Resultat in den Punkten zu Buche. 21-jährig ist sie, Marte Monsen. So, jetzt deine Favoritin Lena Dürr gegen Marta Bassino, die Weltmeisterin. 400. Hat die beiden getrennt. Ich dachte jetzt, die Bassino wird mit jedem Lauf schneller, solider. Das ist natürlich eine interessante Entwicklung, die sie hat. In der Quali der ersten Lauf komplett verschlafen und jetzt wird sie immer schneller. Und wir erinnern uns, im letzten Jahr Petra Vilova, die Siegerin am Ende des Tages, die hat sich oft nur so mit 200-300 Sekunden durchgemogelt. Aber es hat gereicht. Bassino leicht vorne. Oh ja, da bewahrheitet sich das, was du gesagt hast. Marta Bassino mit einem souveränen Auftritt. Sie steht im Halbfinale, trifft dort auf Thea Louise Stjernesund. Das war jetzt überraschend deutlich. Ja, ich mir gerade vorher so ein bisschen die Erkenntnis gekommen, dass die Bassino jeden Lauf, was fährt, wird schneller, schneller, schneller. Sie hat natürlich schon den Sturz verkraftet in Söldo, die Bassino mit dem Nuller. Lena Dürr vielleicht mit dem Halbfinaleinzug vor Augen, hat sie sich auch ein bisschen verkrampft. Das ist aus der Ferne schwierig zu beurteilen. Ich sehe sofort Penalty nicht dran an den Ski, mit dem Ski wieder von der Start und der wird mit dem Rotator, der Bohrmaschine wieder. Es ist stressig, nicht nur für die Athletinnen, sondern auch für die Serviceleute, die hier gefordert sind. Kristin Lysdal. Norwegerin oder Tina Robnik, die Slowenin. Robnik hat einen Rückstand von 27 Hundertstel Sekunden wettzumachen im Vergleich mit Lüster. Jetzt
siehst genau das mit der Robnik, mit dem Gräder auf die Tor, weil wir das Risiko nehmen. Es kann aufgehen, wie es auf euch zum Verhängnis werden. Das mit der Lüstal, die Abfahrtshockey, die sie so vorhin haben, verrückt beim Oberkörper. Das ist gewaltig. Souverän gelöst, diese Aufgabe. Lüstal, die zweite Norwegerin im Halbfinale. Das könnte einen rein norwegischen Final geben. Denn Stjernesund und Lüstal bestreiten nicht den gleichen Halbfinale. Aber wir haben da das Problem, die Bassina, die immer schneller wird, und eben die Slokar, die ja vorher so einen souveränen Eindruck gemacht hat. Slokar ist aber noch nicht durch, muss sich zuerst noch gegen Sarah Hector im letzten Duell des Viertelfinals durchsetzen. Ja, der andere Halbfinal zwischen Stjernesund und Bassino, da dürfen wir uns auch darauf freuen. Es spitzt sich langsam, aber sicher zu. Gesucht, der letzte, der vierte Halbfinalist, Andreas Lokar, mit Vorteilen gegenüber Sarah Hector. Und hast du jetzt immer noch die Tendenz, dass ein Lauf schneller ist oder andere, als ich jetzt, kann jetzt nichts sagen? Also. Nein, auch das, ich habe es ja nur unten gemeint beim blauen Kurs, und das ist mir jetzt auch gar nicht mehr aufgefallen, also da ist wirklich völlig, alles völlig in Ordnung. Slokar rechts, Hector links. Ja, Hector muss einfach abwarten und ja, keine Fehler machen und deine Kurve fahren. Aber Slokar ist souverän. Ja, Hector hat aber aufholen können. Es reicht aber in der Endabrechnung nicht. Andreas Slokar steht im Halbfinale. Also mindestens vierte. Die Slowenin, absolutes Top-Resultat für Andreas Slokar. Sarah Hector werden wir wieder sehen. Sie kann im besten Fall fünfte werden, im schlechtesten Fall achte. Es gibt ja ein paar wichtige Abwesende, müssen wir auch erwähnen. Michaela Schifrin beispielsweise, die Sölden-Siegerin, hat es vorgezogen, nach Copper Mountain in die USA zu reisen, um dort Speed zu trainieren. Sie kehrt in diesen Tagen zurück nach Europa, nach Levi, wo sie dann die beiden Slaloms in Levi am nächsten Wochenende bestreiten wird. Und Petra Vylova ist schon in Finnland, hat dort trainiert für die beiden Slaloms und steht deshalb auch nicht am Start am heutigen Tag. Das ist die Übersicht der Resultate aus den vier Viertelfinals. Wir machen eine kurze Pause. Die Zukunft wird digital und schnell. Mit unserer Leidenschaft und Liebe zum Detail. Gemeinsam vordenken. Die Infrastruktur von morgen. Schneesport auf SRF wird Ihnen präsentiert von BKW und den weiteren Sponsoren. SRF 2. Ma? Ich kaufe mein Handy im Fall trotzdem. Ich muss nur noch viermal babysitten, dann habe ich das Geld zusammen. Finance Mission an Schulen. Ein soziales Engagement von der Kantonalbanken. WM-Qualifikation, letztes Gruppenspiel. Die Schweiz empfängt Bulgarien. Montag, 20.10 Uhr live, SRF 2. Sich gegen Unvorhergesehenes abzusichern, ist einfach. Schneesport auf SRF mit Helvetia und den weiteren Sponsoren. Einfach, klar, Helvetia. Andrea Ehlenberger, das Ziel war, sich für die Finalläufe zu qualifizieren. Es war im Achtelfinal Schluss. Mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt aus dem Rennen raus? Im Moment wurmt es mich noch so richtig. Die Martha wäre heute Schlag gewesen, glaube ich. Aber im Zweiten habe ich einfach die Ausfahrt, das kleine Bödeli, gerade ein bisschen direkt verwischt. Und irgendwie habe ich gemerkt, wie sie dann an mir vorbeischießt und dann einfach nicht mehr können daran ändern. Darum nervt es mich noch gerade, aber ich glaube schon, die Leistung ist grundsätzlich gut und ich bin über weite Strecken gut Ski gefahren. Von dem her passt das schon. Aber wenn du halt siehst, es ist machbar, dann ja, nur happy bin ich gerade nicht.
ist es halt so bei diesen Parallelrennen, dass es wirklich halt nur das eine kleine Fehlerli braucht und dann ist halt schon fertig. Ja, es ist genau das. Du kannst, gerade wenn du mal das Tempo verlierst, du hast fast keine Möglichkeit, das irgendwie wieder zurückzugewinnen in dem Sinn, außer die andere macht auch einen Fehler. Darum ja, glaube ich, du musst schon attackieren und gleich fehlerfrei bleiben. Und ich glaube, wer das am besten macht, hat, ja, würde wieder gewinnen. Was ist das Gute, was Sie rausnehmen aus dem Rennen, wo ein weiterer Schritt zurück aus der Verletzungspause ist? Ich glaube schon, dass ich mich qualifiziert habe, war ein grosser Schritt. Und ich glaube, die Art und Weise, wie ich Ski gefahren bin, heute, ich habe versucht anzugreifen, habe versucht, ans Limit zu gehen. Darum glaube ich, ist das definitiv ein Schritt in die richtige Richtung und wird mir dann hoffentlich auch in den nächsten Rennen helfen. Danke vielmals und viel Glück weiterhin. Tschüss. Ja, das ist definitiv so. Andrea Ellenberger darf zufrieden sein mit dem Einzug in die K.O.-Runde. Man darf nicht vergessen, zweites Rennen nach Kreuzbandriss. Und da gab es ganz andere Geschichten von Athletinnen, die viel, viel länger brauchten, um wieder in die erweiterte Weltspitze vorzudringen. Ja, und die Bassino wird der zu knacken sehen. Jetzt hat sie wirklich vom Charakter her, wie sie fährt, sich komplett geändert. Und jetzt ist die ein heißes Eisen da. Also deine neue Favoritin? Ja, ich bin der, der nicht so spekulativ unterwegs ist. Also, weil ich weiss, ich habe noch nie im Lotto etwas gewonnen, ich bin noch nie im Glücksspiel irgendwie. Also auf mich ist kein Verlass. Dann sollte ich mit dir zu wetten beginnen? Nein, du und mir weiter das Quash spielen, so wie Hitler. Wie viel hast du verloren? Ja, das lassen wir jetzt. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Halbfinaltableau. Stijn Sund und Bassino, Lysdal und Slokar. Das sind die beiden Duelle. Aber zuerst geht es dann weiter mit der Klassierungsrunde. Martin Monsen gegen Lena Dürr und Tina Robnik gegen Sarah Hector werden ausmachen, wer dann am Ende um die Ränge 5-6 fährt und wer um die Ränge 7-8. Ja, so funktioniert dieses Format natürlich. Wenn du diese Kurse hast, die ziemlich ähnlich sind mit Run und Rerun, alles okay. Ist okay so, ja. Und Snowboarder haben eben, weil es keine Varianzen in der Live sich nachher irgendwann sogar auf einen Live geeinigt. Weil die beiden Lives so gleich sind. Und das ist natürlich auch eine Entwicklung. Und das schaffen sie, weil sie die Läufe immer wieder anpassen. Wenn sie merken, dass einer schneller wird, dann wird Zwischenrunden, zwischen Viertelfinal und Halbfinal beispielsweise, noch umgesetzt. Genau. Da kann die FIS einiges lernen, wird das vielleicht tun. Haben sie gemacht hier. Aber haben sie nicht müssen, weil sie so super gesetzt haben. Genau. Hätten sie gemacht, wenn sie gemusst hätten. Jetzt kommt der Nebel etwas rein, aber wir sehen noch, dass hier Lena Dürr und Marte Monsen gegeneinander diese Klassierungsrundenpartie bestreiten. Ja, Marta Monsen ist die Schwester von Markus Monsen. Habe ich tendenziell stärker gestuft, Markus, aber der ist nie durchgekommen. Also wirklich als Geschwisterpaar, was sie machen können mit den Gisins. Jetzt schlussendlich ist nur die Schwester da. Und bei Lena Dürr scheint die Luft ein bisschen draußen zu sein. Die Enttäuschung möglicherweise groß. Als jetzt nicht an die ersten Leistungen anknüpfen können. Ja, jetzt sind das natürlich Verliererinnen aus der letzten Runde, die hier antreten. Das musst du zuerst mal verarbeiten, dann dich wieder neu motivieren. Ja, und ich glaube, ich weiß sicher, was heute eigentlich wie gesehen. Der Souveränität, was ich hatte, heute eine Quali-Lay von allem. Ja, aber nachher wieder so ein Junge, wo du hast und sagst, tag jetzt die Lehrer, die nicht nieder. Ja, und sie hat natürlich schon gewonnen, ist mindestens Achte, klar bestes Resultat ihrer noch jungen Karriere. Da kann sie natürlich mit oder ohne Druck ans Werk gehen und auch mit der gewissen Leichtigkeit. Alles, was noch kommt, ist Zugabe. Ich kann das jetzt auch ein wenig genießen. Und so fährt es sich dann oft auch einfach am besten. Sarah Hector und Tina Robnik sind die anderen beiden, die für die Ränge 5 bis 8 in Frage kommen. Man sieht auch die unterschiedlichen Herangehensweisen beim Start. Die einen wippen so zurück nach vorne, nehmen den Rhythmus des Piep-Piep-Piep auf, andere gehen nur zurück und spicken sich dann einfach raus. Sehr individuell das Ganze. Man hört Sarah Hector, wie wir das gewöhnt sind. Ja, und Sarah Hector mit deutlichem Vorsprung. Gute Leistung der Schwedin. Da hat sie jetzt wirklich Dampf drin getan mit dem
unterstützende Massnahmen. Vielleicht auch für die anderen nebendran nicht ganz ohne, wenn auf der anderen Seite eine ständig schreit. Ja, wir können einfach immer Monika Seles sein, wenn ich da irgendjemanden höre. Das war für mich das Erlebnis meiner Kindheit, wenn ich auf dem Tennisplatz höre, mit jedem Schlag, mit jedem. Aber es sind nicht etwa Mätzchen oder eine Art Trash-Talk, sondern es ist so, dass Sarah Hector immer so unterwegs ist. Auch wenn sie alleine in einem Spezialriesenslalom die Piste runterfährt, ist sie deutlich zu hören. So, jetzt die erste Runde der Halbfinals. Stijn Sund gegen Bassino, die schnellste der Qualifikation gegen die Weltmeisterin, die immer stärker geworden ist. Und zuletzt auch Lena Dürr ausschalten konnte. Ja, das Gesicht mit ziemlich viel Selbstvertrauen bei Marta Bassino. Ja, ist ja die Brignone ist nicht da, die Gocha ist nicht da, also die wirklich die ganze Last ist auf dir. Sie bereiten sich bereits in Nordamerika auf die Speedrennen vor. Wollten nicht zurückfliegen wegen dieses einen Rennens. Oh, dann aber der Sturz, der Innenskifehler. Marta Bassino, wie in Sölden, sieht man selten bei ihr, aber jetzt gleich zweimal hintereinander. Im Moment noch nicht schlimm, aber sie wird mit dem Maximalrückstand von einer halben Sekunde in den Rerun gehen. Sie wusste natürlich, jetzt muss ich ans Limit gehen, wenn ich auf der anderen Seite Stijn Sund habe. Da bin ich jetzt aber schon sehr überrascht, dass ein Bassino, dass ich da mit der so Innenski häufend. Hast du die Spuren gesehen? Ja, das ist schon normal, aber das ist ja normal. Das Trainieren ist tagtäglich. Ja. Aber dass die jetzt so Innerski macht, weil die so vom technischen Gabarit, also von den Möglichkeiten, sind das so einfache Fehler. Aber möglicherweise eben mehr unter Druck, weil du eine direkte Gegnerin hast, oder? Eine ganz andere Situation. Und sie wird noch mehr ans Limit gehen müssen im Rerun, weil sie eben diese halbe Sekunde Rückstand hat. Für mich einfach schon interessant, wenn man die Nummern schaut, die dann noch final sind. Also es ist 1, 2, 3 und 5. Also man sieht, die Quali sind gut gefahren, die stehen jetzt hier in den Halbfinals. Also der einzige ist Lena Dürr, die man dann sieht, vor enttäuscht abgezogen ist. Beim Nummer 4, wenn sie genau weiss. 15 Seconds. Slowenien gegen Norwegen, Slokar gegen Listal. Wer bringt sich in die bessere Ausgangslage für den Rerun? Leicht besserer Start von Listal, aber auch Slokar gut weggekommen. Listal wieder in die Abfahrtshockeywasche geht, früh zu bleiben, also aus den Füßen zu machen. Aber Slokar gleich auf. Oh, jetzt wird Lüstal etwas spät. Slokar direkter, aber am Ende doch Lüstal mit einem kleinen Polster für den Rerun 1700. Jetzt bist du mit deinem norwegischen Final wieder ein bisschen näher. Ja, im Moment würde es diesen Final geben, aber es gibt den Rerun. Wenn ich heute die Rhythmisierung sehe von den Norwegerinnen, das ist so super, wie die bis zum zweiten Tor wunderschön mit dem Stockensatz, mit dem Schlittschuhschritt die Rhythmisierung drin haben. Optimal. Also man sieht schon, sie haben die Hausaufgaben wirklich gemacht. Und wenn man dann weiss, mit den Männern, beim Voss Solvak, Braten, Adli Melgraf, mit dem Gesamtweltcup-Sieger vor zwei Jahren, hilft mir. Mit dem neuen Freund von Michaela, ja, Schifrin, meinst du? Mit, genau. Alexander Amod Kilde. Da ist natürlich die Mannschaft zusammen durch für ein Team-Event. Das ist die Situation im Moment bei Halbzeit dieser Duelle. Und wir geben runter in den Zielraum, haben ein aufgezeichnetes Interview mit Lara Gutberan. Wie haben Sie sich gefühlt? Jetzt halt im zweiten Lauf können Sie es nicht gut beschreiben, aber im ersten, wie haben Sie sich gefühlt auf der Ski? Naja, mir hat eine Grippe erwischt. Und von dem die letzte Woche konnte ich eigentlich kaum trainieren. Von dem her, es ist schon gut. Also gestern bin ich zuerst mal richtig gefahren und heute habe ich es probiert. Also, es war sicher nicht mein bestes Skifahren, aber ich glaube, mindestens haben wir Winterstimmung. Was wäre jetzt wichtig, dass Sie sich gut erholen und nachher wieder total fit sind, für wenn es weitergeht? Ja, sicher. Also,
ist halt so, ab und zu kann man auch Grippe haben, aber es ist nicht so schlimm und so. Es geht schon besser. Es ist halt heute schon ein langer Tag gewesen und ich glaube, heute Morgen habe ich wieder also bis geschwitzt zwischen den Läufen und kalt wieder gehabt. Und von dem her geht es mir wieder ein bisschen schlechter, aber ich glaube, es geht nur, also es ist nur wegen dem. Von dem morgen habe ich Pause und dann am Montag können wir wieder noch ein bisschen da trainieren. Danke und gute Besserung. Merci. Also eine gewisse Erklärung für den Fehler, der aber auch sonst passieren kann bei Lara Gutberami. Und dann ist halt alles vorbei in dieser Disziplin. Sie ist da leicht erkältet, hat auch die Präsentation der Achtelfinalduelle verpasst, hat sich dort entschuldigen lassen. Jetzt wünschen wir auch von unserer Seite gute Besserung, dass sie bald wieder trainieren kann. Marte Monsen gegen Lena Dürr. Hier geht es darum, wer um die Ränge 5 und 6 fährt. Verliererin fährt dann um die Ränge 7 und 8. Jetzt bin ich gespannt auf die Lena Dürr, ob die wirklich das noch etwas auspacken kann oder ob sie wirklich sich geschlagen gibt jetzt mit der Situation. Ja, das ist nicht grosse Gegenwehr von der Lena Dürr. Nein, auch im Rerun Marte Monsen die schnellste. Ist natürlich auch die Frage, wie viel Risiko gehst du jetzt noch ein, oder? Vielleicht spielt das, wenn du schon etwas älter bist, dann auch eine Rolle, oder? Ja. Kannst du das nicht verstehen? Nein, ich hatte von der Lena Dürr schon noch wenigstens von der Intensität ein bisschen gerade auf die Tour, wenigstens probieren. Sie ist eine Top-7-Fahrerin, aber eine, die nicht aufs Podest kommt. Also irgendwann müsste die Einstellung ändern und all-in machen. Das verpasse ich oder vermisse ich ein bisschen mit der Lena Dürr. Die Verhältnisse, sie sind schwieriger geworden mit diesen Spuren. Das ist in diesen Wiederholungen sehr schön zu sehen. Und es ist nicht etwa so, wie wir gehofft haben, dass der Schneeregenfall da aufhört auf das Rennen hin. Der ist ein ständiger Begleiter, aber es ist Winter geworden. Oder sagen wir Frühling bei Schneeregen und bei diesen gesalzenen Pistenverhältnissen. Aber auf jeden Fall, es sieht schon langsam nach Winter aus. Und die Skisaison, die startet jetzt ja so richtig mit diesem Rennen. Dann am nächsten Wochenende zweimal Slaloms für die Frauen in Levi. Und dann geht es ja bereits nach Nordamerika, Killington. Und dann eine Woche später der Speed-Auftakt in Lake Louise. Dann haben wir gesehen, die Fichtigkeit, in den ersten letzten Moment die Brille anlegen, dass sie nicht anläuft. Da sind sie froh, dass sie nur 24 Sekunden unterwegs sind. Ah oh nein, ein bisschen Antifog ist schon drin, also es sind schon gute Brillengläser, die sie hier haben. Ja, die Körpersprache von der Sarah Hector ist einfach immer genial. Oh, Hector vorne, dann wieder dieser blaue Kurs. Hector rettet 600 Sekunden. Hier hatte ich jetzt ein erstes Mal wieder das Gefühl, dass es unten bei Blau ein bisschen direkter geht. Aber da müssen wir gar nicht wieder darauf zu sprechen kommen. Wir stellen fest, dass wir ein Duell um Platz 5 haben zwischen der Norwegerin Marte Monsen und Sarah Hector. Und ein Duell um Platz 7 zwischen Lena Dürr aus Deutschland und Tina Robnik aus Slowenien. Und ich habe dir auch vorher eine Hausaufgabe gegeben, dass du den Rot- oder Blau-Kurs jetzt mal arithmetisieren. Da müsste ich einen Assistenten haben. Dafür reicht die Zeit leider nicht. Okay. Aber du darfst das gerne übernehmen. Okay, ich sage Manu Guder, dem FIS-Verantwortlichen, soll das für mich machen und für ihn. Ja, die haben heute alles im Griff. Da müssen wir gar nicht nachrechnen. Wir können das dann vielleicht in Ruhe tun. Ist eine spannende Herangehensweise, um das Ganze zu überprüfen. Aber hier auf diesem Hang, der dafür gebaut wurde, ist das kein großes Problem. Die Frage ist dann eher, kann man das an anderen Orten auch so machen? Ziemlich viele Erdverschiebungen brauchte es dafür. Und das ist auch aus ökologischer Sicht nicht unbedingt das, was man halt will. So, aber jetzt Konzentration auf das Duell zwischen der Qualifikationsschnellsten Thea Louise Stiernesen und Marta Bassino. Bassino im ersten Run ausgeschieden, daher mit maximalem Rückstand von einer halben Sekunde unterwegs. Ist das aufzuholen gegen diese Stiernesen? Die ja, man kann so startet auch. Eigentlich nur machen, dass man die Tore ein bisschen absticht. Und hofft, dass man irgendwas überlebt. Ja, die Stiernesen ist einfach solid. Ja, es braucht den Fehler der Norwegerin und der kommt nicht. Dieses Geschenk macht sie Marta Bassino nicht. Noch einmal schneller gefahren, noch einmal 1300 schneller als Bassino.
Ja, mindestens zweite. Thea Louise Stienesund steht heute auf dem Podest. Du siehst die Rhythmisierung, der Doppelstock am Anfang und dann geht zwischen beiden Toren noch einer rein. Sie hat der erste Podestplatz in der Karriere der Norwegerin sein. Bisher ein sechster Platz in einem Parallel-Event in Lech vor einem Jahr. Das beste Resultat ihrer Karriere. Ja, wir haben mit dem Namen ein bisschen ein Problem. Gell? Du sagst Stjernesund und ich sage Stjernesund. Also, da sind wir noch auf der Wort. Auf der Namensfindung, gell? Ja, du bist da eigentlich in Skandinavien gut unterwegs. Ich habe das mal abgeklärt bei einem Norweger. Wir gehen dem noch einmal nach. Wie heißt die Gegnerin von Stjernesund im Final? Diese Frage wird jetzt beantwortet im zweiten Halbfinal. Zwischen Kristin Lysdal und Andreas Lockhart gibt es dieses norwegische Duell im Finale. Chancen stehen gut. Lysdal hat einen Vorsprung von 17 Hundertstel aufs Lockhart. Und jetzt entscheidet sich euch, ob wieder mal ein Norweger in zwei Jahren ein Rennen gewinnen kann. Ja, genau. Wenn es Lysdal schafft, dann ist der norwegische Sieg Tatsache. Aber ist Lockhart jetzt Nummer 2 auf dem Rick. Zweite ist das in der Quali gewesen, also. Sie liegt leicht vorne, Slokar. Weite Linie von Lysdal, es ist Andreas Slokar, die sich durchsetzt um 700 Sekunden. Und dass wir eigentlich schon vor diesem Lauf wussten, es wird eine neue Siegerin im Weltcup geben. Sie heißt entweder Thea Louise Stienesund oder Andreas Slokar. Ja, und jetzt hat sie über Haarsplot bis früh drin gegangen und euer Stockeinsatz. Er hat nicht gepasst. 1300. Oh ja. Ein bisschen zu früh, da verlierst du den Stecko. Haben sie vorher noch gelobt? Müssen jetzt. Ja, also schon solide norwegische Mannschaftsleistung. Ja, würde ich auch sagen. Mir ist noch einer sicher mit der Herr oder Winningstat. Ist euch noch einander. Also die Norweger haben eine abnormale Mannschaft im Parallelslalom. Parallelreisen. Ja, nicht von ungefähr wurden sie auch Team-Weltmeister in Cortina in der letzten Saison. Top-Favoriten natürlich auch auf Olympiagold in Peking. Der Pokal bereit, entweder für Stjernesund oder für Slokar. Das sind die Resultate der letzten Runden. Wir atmen nochmals kurz durch, sind dann wieder zurück mit der Entscheidung. Immer und überall auf der Piste. Im Training und in der Freizeit. Immer und überall einfach Geld anlegen mit Raiffeisen Rio. Schneesport auf SRF mit Raiffeisen und den weiteren Sponsoren. SRF 2. Oh yeah. Oh, Höjakin, Ihr Auto hat gar keine Bühne. Bin auch bei Vivox versichert. Na dann. Du hast einen Schaden. Bleib entspannt. Mit den Autoversicherungen von WeFox. Insurance but simple. Die ATP Tour Finals. Morgen ab 14.05 Uhr SRF Info. Omi, da ist Dominik. Hühnerhut, im besten Netz für die Schweiz. Bereit für einen Schneesport auf SRF mit Swisscom und den weiteren Sponsoren. Vanessa Kasper, es ist grossartig, dass Sie sich für die Achtelfinale qualifiziert haben heute. Trotzdem habe ich fast das Gefühl, es fuchst sich ein bisschen. Es wäre sogar noch mehr reingelegen. Ja, es wurmt mich jetzt schon ein bisschen, weil den Start habe ich völlig verkackt. Und das ist eigentlich das, was jetzt in den Trainings immer mega gut gegangen ist. Und darum wäre halt viel mehr möglich gewesen. Aber ich bin mega zufrieden schon mit der Quali. Darum beklage mich jetzt mal nicht. Aber Ihre Gegnerin heute, Stjernesund, hat halt gezeigt, sie ist extrem on fire, auf gut Englisch. Das ist ein extrem schweres Los, was Sie hatten. Ja, Seb, auf jeden Fall. Aber ich bin eigentlich mega froh oder auch erstaunt gewesen, dass ich eben das Fahrerische auch voll mitheben eigentlich. Und ja, darum überglücklich. Doch überglücklich. Und was ist das, was Sie vielleicht sagen, nehme ich mit?
Also auf jeden Fall, das Rennen war mega cool, der Anlass ist super, die Stimmung ist auch mega lässig und ja, das gute Skifahren nehme ich sicher mit und das kann ich brauchen für die nächsten Rennen. Danke und gratuliere zum tollen Rennen. Ja, da kann sie zu Recht zufrieden sein. Vanessa Kasper, die 24-jährige Engadinerin, hat bisher in 11 Weltcuprennen zweimal gepunktet, aber war da nicht in den Top 20 drin. Jetzt hat sie es ja unter die besten 16 geschafft, also ihr bestes Karriereresultat eingefahren am heutigen Tag. Vanessa Kasper. Es wird ständig gearbeitet. An der Piste, Spuren sind da, aber das bringt man noch ohne Probleme durch. Jetzt geht es zuerst um die Plätze 7 und 8. Das Duell lautet Lena Dürr gegen Tina Robnik. Ausgeglichenes Duell auf dem Papier, aber wenn wir die letzten Leistungen anschauen, da hat sich Lena Dürr nicht mehr so richtig motivieren können, Robnik daher zu favorisieren. Die Slowenin mit dem Fehler, da wollte ich gerade sagen, sie hat sich einen Vorsprung herausfahren können, aber dann der Innenski-Fehler hat sich noch retten können, aber es war ihr unmöglich, das nächste Tor noch zu passieren. Wird also mit einer halben Sekunde Rückstand in den Rerun starten. Ich habe es vor allem Lena Dürr angeschaut, weil sie mir weniger auf die Rob nicht geachtet. Ski zusammengeschlagen. Es ist noch schwierig, wenn du so siehst, das Bild, dass du dich auf beide kannst konzentrieren kannst. Du musst so ein Grossbild sein. Ich habe gesehen, Lena, hast du die Körperspannung? Nichts von innen, Ski zusammengeschlagen, dann ausgehebelt und dann hat die Zeit eben nicht mehr gereicht für das nächste Tor. Man muss sich halt entscheiden, auf wen schaut man. Schaut man sich das Gesamtbild an? Will man ein bisschen darauf schauen, wer vorne liegt? Oder konzentriert man sich auf eine einzelne Athletin, auf ihre Technik? Ja, wir kommen Lena Dürr mit der Nummer 4. Ich habe die Idee, die recht früh für eine der Favoriten gemacht. Jetzt will ich schauen, ist die Körperspannung da, die Bereitschaft da. Dann nimmst du als Jeder so, ja, hast du eine Präferenz und schaust mal die Leder ein bisschen näher zu, anstatt das Big Picture, das grosse Bild im Blickfeld behaltest. Ja, der Zuschauer ist ja sowieso normalerweise dem Regisseur ausgeliefert. Und hier kann er ein bisschen selber entscheiden, auf welchen Fixpunkt er sich einstellt. Sarah Hector gegen Marte Monsen. Das ist das skandinavische Duell um Platz 5. Erster Teil. Ja, müsst ihr mal achten, wie ähnlich das die beiden vor uns. Das ist wirklich das Gefühl, dass sie so die Twins, die da brechen kommen. Kann man das als den skandinavischen Stil bezeichnen? Oder geht das zu weit? Ich habe fast das beste Wort gesagt, mit Halsfällerstühlen, aber es ist richtig so ein brachialer Stil, wo die Monsen fahren, vor allem Hector, sehr körperbetont, die Fahrweise. Du siehst ja auch von der Körpermorphologie, sind die beiden mit gleich gebübt. Sarah Hector deutlich schneller als ihre Kontrahentin. Sie wird mit dem Maximalvorsprung in den Rerun gehen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass der Maximalvorsprung zur Anwendung gelangt, ohne Ausfall einer Athletin. Es ist dann halt auch ein langer Tag für diese Athletin, oder? Um 10 Uhr hast du den ersten Lauf. Das beginnt ja um 8 Uhr mit der Besichtigung. Dann die Qualifikation. Da kannst du dir schon nichts mehr erlauben oder nichts erlauben, weil ja nur eine 16 weiterkommen. Da mag es gar keinen Fehler leiten. Und dann gibt es diese lange Pause bis um 17 Uhr. Dann das erste K.O.-Duell ansteht. Damit musst du auch umgehen. Das ist eine Situation, die man sonst so nicht kennt aus dem Wettkampf. Ja, so die grossen Zeitabstände, nein. Ja, da hast du recht, aber auch wieder, ich finde es so spannend, dass du so ein Format hast, dass du vielleicht eine andere Qualität von Athletinnen bevorzugen. Auf jeden Fall. Lysdal oder Bassino, eine von beiden wird auf dem Podest stehen. Erster Teil des kleinen Finals. Norwegerin links, die italienische Weltmeisterin rechts auf Rot. Thank you.
Olüstal auch mit leichtem Vorsprung, aber dann mit größeren Problemen. So kann Marta Bassino an der Norwegerin vorbeiziehen und nimmt einen Vorsprung von 35 Hundertstel Sekunden mit in den Rerun. Ja, was mir einfach an der Liste gefällt, die ist einfach bereit, Fehler zu akzeptieren. Die den Fahrstil, wo in die, ja, ist einfach eine Art Fehlerkultur, ist da halt ein bisschen drin. Und durch das gefällt mir das so, weil die finden auch auf die Fehler wieder eine Lesung. Und da kommt das Spielerische drin. Ja, das ist einfach das, was mich ein bisschen fasziniert. Bassino macht halt fast keine Fehler. Ausser eben vorher, wo schon umgekehrt ist. Also, bessere Ausgangslage für die Italienerin. Hat gesehen, sofort weg. Dann geht es auf die Quads. Mit diesen Quads zur Talstation dieses Sessellifts. Und dann geht es hinauf auf rund 1800 Meter über Meer. So, Women's Par Big Final. Das heißt, es geht um die Wurst. Teil 1 des großen Finals zwischen den Startnummern 1 und 2 der Qualifikation. Dort geht es ja um die Zeit und nicht Frau gegen Frau, aber es sind die gleichen, die schnellsten. Slokar gegen Stjernesund. Starker Start von der Stjernesund. Bisher hat sie gar keine Zweifel aufkommen lassen, die Norwegerin. Obwohl Slokar jetzt aufgedreht hat, sie ist dran. Stjernesund mit leichtem Vorsprung. 1200stel, es bleibt ultra spannend für den Rerun. Ja, die freut sich schon. Es geht aber noch einmal diese Tore runter. Es gibt natürlich auch im Finale einen Rerun. Für mich jetzt vom technischen Standpunkt ist, gefällt mir die Slokar besser, ist solider. Aber durch das geht ihr ein bisschen das Spielerische ab, was sie ein bisschen mehr hat. Es ist mehr Risikobereitschaft, ist Bier aggressor. Durch das aber auch immer ein bisschen, ja, so. Ja, borderline-mässig, auf welche Seite kann es kippen. Also, Stjernesund ist wirklich über der Tag von ihrer Hitte. Ja, es ist ihr Tag. Es wäre ihr zu gönnen. Große Probleme in der letzten Saison. Teilweise erschöpft, ängstlich, hat die Saison vorzeitig abgebrochen. Und dann später, im Frühling, hat man herausgefunden, was das Problem war. Ihr Kindheitsasthma ist zurück. Das ist an sich nichts Gutes, aber das Gute ist, dass man weiß, was es ist, man kann es entsprechend behandeln und hat es jetzt in den Griff bekommen und sofort fährt sie wieder ganz anders. 19 den Sölden und hier auf bestem Wege den ersten Weltcup-Sieg zu feiern. Wow, schau dir diese Bilder an. Es ist ein Spektakel. Ich gebe dir recht, so im Lauf drin, da fehlt ein bisschen ein Element wie ein Sprung, aber aus Sicherheitsgründen verzichtet man in der modernen Form darauf. Ja, man, wenn man jetzt die Tordistanzen schaut, sind die ersten zwei Tore 15, 17, dann 19 und dann sind ein paar 14 Tore auf 20 Meter gesetzt. Und da wäre vielleicht schon nicht schlecht, zwischendrin mal so einen Piff-Puff dritzen, so einen Haarnadel oder irgendetwas für den Rhythmus brechen. Man sieht zwar schon im Flachen, die Tore sind ein bisschen mehr in der Falllinie gesetzt, aber sonst ist es schon als. Ja, da muss man sich schon überlegen, aber ich glaube, jetzt schon mal als erstens das Format, die Kurssetzung, der Hang, ist alles so, dass das die ganze Situation beruhigt und Spekulationen von unfairen Rennen einmal wirklich aus dem Weg räumt. Und dann auf dem drauf kann man jetzt entwickeln, was, wie man weitergehen. Ja, Cortina ist noch in aller schlechtester Erinnerung. Das Debakel, dort war es aber auch schwierig, auf diesem Hang einen fairen Kurs auszuflacken. Und Sie kennen diese Geschichte, die wollen wir jetzt nicht zu stark aufwärmen hier. Und heute ist alles in Ordnung. Es geht in die Entscheidung rein. Wir kennen bald die Endrangierungen. Hier geht es jetzt mal um Platz 7 zwischen Lena Dürr und Tina Robnik. Robnik ja im ersten Lauf ausgeschieden und deshalb in einer halben Sekunde Rückstand hier unterwegs. Jetzt Lena Dürr auf der soliden Linie, man sieht, sie kommt flott hinter das Tor. Aber Robnik ist nicht weit weg, aber diese halbe Sekunde ist halt eben schon viel. Und sie kann es nicht wettmachen. Lena Dürr, siebte, Tina Robnik beendet das Rennen auf Platz 8. Also hat sie sich wieder ein bisschen rehabilitieren können, Lena Dürr.
muss natürlich die Enttäuschung, wenn man ausscheidet, auch zuerst mal verdauen. Also sagen, die Robnik hat mir natürlich Flock geholfen. Also vorher hat schon einen kleinen Vorsprung gehabt, macht der Innuski-Fehler, hat natürlich jetzt Lena profitiert. Aber es ist als Trainer natürlich schon interessant, das ein bisschen zu beobachten und zu analysieren. Dass du nicht gerade von der Körperspannung gehen lässt. Weil du bist dann gleich fertig in der Quali und alle anderen sind im Halbfinale. Und sind im Finale, grosser oder kleiner Finale mit der Nummer. Und das Vieri verpflichtet, heute das Vieri verpflichtet. Das 1, 2 und 3 sind ja im grossen oder im kleinen Finale. Ja, natürlich, aber immerhin ist es eine Leistung, diese viermal zu holen. Das darf man auch honorieren. Was man auch gesehen hat, bei diesem Maximalrückstand von einer halben Sekunde ist da kaum mehr etwas möglich aufzuholen. Wenn wir darüber diskutieren, dass dieser Maximalrückstand möglicherweise in die Höhe angehoben werden muss, wenn die beiden Kurse zu unterschiedlich sind, dann hat man eben das Problem, dass wenn im ersten Lauf eine Athletin ausscheidet, dann der Rückstand so groß ist, wenn man vielleicht eine Sekunde nimmt oder 8 Zehntel, dass einfach die Spannung halt weg ist. Und deshalb geht man da nicht in die Höhe. Martin Monsen gegen Sarah Hector. Hier geht es um Platz 5. Vorteil für die Schwedin, die mit diesem Maximalvorsprung von einer halben Sekunde zu Werke gehen darf. Ja, da haben wir das wieder. Keine Chance für die Frau mit Rückstand. Aber Sarah Hector war da wirklich auch stark, hat da gar nichts anbrennen lassen. Wird Fünfte. Wieder ein gutes Resultat für die Schwedin in einem Parallelwettkampf. Sarah Hector war Vierte hier in Lech. Vor einem Jahr hat dort den kleinen Final gegen Lara Gut-Berami verloren. Wenn Sie etwas später angeschaltet haben, lassen Sie sich gesagt haben, dass drei Schweizerinnen den Einzug in die K.O.-Phase der besten 16 aus der Qualifikation geschafft haben. Aber leider sind alle drei im Achtelfinal ausgeschieden. Lara Gut-Berami, Andrea Ellenberger und Vanessa Kasper. So, jetzt geht's um die Podestplätze. Der kleine Finale, bestritten von dieser Frau hier, der Norwegerin Kristin Lysdal und eben hier der Weltmeisterin Marta Vassino. Vassino 35 Hundertstel schneller gefahren im ersten Lauf als ihre Kontrahentin. Lysdal wieder mit etwas besserem Start, wie wir das von den Norwegerinnen kennen. Hat etwas vom Vorsprung oder vom Rückstand wettmachen können. Ja, die ist dran. Wow, ja. Hat sie mächtig aufgedreht. Jetzt muss Bassino noch einen Gang zulegen. Lysdal mit leichten Vorteilen. Wow, das wird knapp. Es ist Kristin Lysdal, die hier aufs Podest fährt. Sie schlägt Marta Bassino in der Endabrechnung um eine Zehntelsekunde. Ja, das ist jetzt überraschend. Jetzt hat Bassino wieder ein bisschen abgebaut. Oder auf der anderen Seite Lysdal wirklich noch einmal mit einer formidablen Leistung. Erster Podestplatz in der Karriere der Norwegerin, die in Sölden noch einen Dämpfer verkraften musste. Dort hat sie sich als 41. deutlich nicht für den zweiten Durchgang des Riesenslaloms qualifizieren können. Also, dein Liebling hat zugeschlagen. Ja, in technischer Hinsicht, gell? Ja, ja, natürlich. Wenn man nicht unterstellen, sonst ist da Probleme nicht heimgehen. So, der Sieg wird ermittelt zwischen Andreas Lokar und Thea Louise Stiernesund. Für beide wäre es der Premierensieg. Wer geht mit diesem Druck am besten um? Nicht viel der Unterschied aus dem ersten Run, 1/1200 Sekunden. Stiernesund auf Blau, Slokar auf Rot. Ja, gut, Stiernesund, meine Augen, ein bisschen angriffiger, Slokar technisch sauberer, solider. Ja,
die beiden gleich auf. Oh, das wird ganz eng. Wer gewinnt? Es ist Andrea Slokar, die Slowenin. Holt sich den Sieg in Lech Zürs. 500. die ganz knappe Differenz. Thea Louise Stiennesen, die Qualifikationsschnellste, zweite heute. Wow, die hatte man nicht zu oberst auf der Favoritenliste. Aber es ist ja immer noch auf der Suche ein bisschen nach den Favoriten im Parallelriesenslalom. Es ist ja so ein junger Bewerb. Das Format, das immer ein bisschen ändert, hängt ein bisschen ändert. Viele Überraschungssieger. Jetzt müssen wir da schon mal langsam Regelmäßigkeit reinbringen, Ruhe reinbringen, den Event etablieren, dass ich heute eine bestimmte Hierarchie herausfordern kann. Und nicht so sehen, mich durch das ein bisschen russisches Roulette betreibt mit der Disziplin. Weil sonst machen wir natürlich den ganzen Sport kaputt. Andrea Slokar war vor einem Jahr nicht am Start hier in Lech Zürs. An den Weltmeisterschaften konnte sie sich nicht für die K.O.-Runde qualifizieren. Heute war sie die Beste und gewinnt. Sie, wie viele Slowenen, mit einem Privatteam unterwegs. Trainer Bostjan Posic und ihr Vater, der hat eine Eisfirma. Leone heißt sie. Und ist auch Sponsor. Man sieht den Aufdruck auf dem Helm von Andrea Slokar. Ja, neue Disziplin, neue Namen auf dem Podest. Christine Lüstal, heute Dritte, auch die Dritte in der Qualifikation. Es sind die Startnummern 1, 2 und 3 da. Aber es gab einen Wechsel ganz vorne. Aber auch für Thea Louise Stiennesund ein erfolgreicher Tag, der erste Podestplatz ihrer Karriere, Rang 2 für die bald 25-Jährige. Und Andrea Slokar, endlich wieder mal ein slowenischer Weltcup-Sieg. Sie lacht, sie strahlt, sie kann es aber noch nicht wirklich glauben. Sie, 24-jährig, hat die erste komplette Weltcup-Saison vor sich. Wie gesagt, vor 2 Jahren Europacup-Siegerin, dann in den Weltcup gekommen.